gesagt, suchen wir mal die letzte Leiche. Sind das viele? Da ist gar keiner. Warum lädt er den nicht auf? In diesem Zeug halten die Schilde nicht lange durch. Das dürfte es gewesen sein. Wir haben gefunden, was möglich war. Gehen wir zurück zu Cenaris. Wie komme ich hier wieder raus? So. Oder auch nicht. Nein. Boah, ey, das war so klar, ne? Alter! Okay. Das wäre ein toller Parkplatz. Sid frustriert mich. Ich versuche konsequent zu sein. Sie lehnt sich auf. Ich gebe die Regeln vor. Sie lehnt sich noch mehr auf. Genau das ist ihr Problem. Natürlich brauchen Kinder Grenzen. Aber sie müssen auch wissen, dass sie nicht der Feind sind. Unser Vater hätte diese Meinung nicht geteilt. Ihr Vater scheint ein ganz besonderer Kerl zu sein. Spezialeinheit, richtig? Ja, sowas Ähnliches. Er hat es nie...
Was zum... Bist du verschwunden? Ja. Die Sorte kenne ich. Ach so. Wir nähern uns dem Nachpunkt für das Waffenlager Pathfinder. Hoffentlich ist es die Credits wert. Die Turianerin hat uns in eine Falle gelockt. Was für eine Überraschung. Jetzt bin ich gespannt, wie viele da kommen. Ich glaube, das waren alle. Na ja, toll. Verstehst du, da haben Bosse endlich... da haben Gegner endlich mal einen Namen. So, dann schauen wir mal. Wahrscheinlich nur Müll drin. Es ist voll. Ich hatte wegen des Hinterhalts eigentlich damit gerechnet, dass das Ganze ein Betrug war. Die Turianerin hat trotzdem noch einiges zu erklären. So, was haben wir weiter? Was haben wir da? Mineralien-Scan, das ist... Ja, da war der Windpark. Was ist das da oben? Neralien? Erinnerungsauslöser. Garisches Artefakt. Ich mach's so. Dann gebe ich schnell die Leichenfundorte ab. Bei ihr natürlich. Idioten da schon reingefallen sind.
Erinnern Sie sich noch an die letzten Vorbereitungen, bevor die Archen abgeflogen sind? Die ganze Hektik, weil keiner genau wusste, was uns erwartet. Ich wurde von einem Powerlader gerammt. Der Fahrer sollte Rationen lagern und hat 3 Aufträge gleichzeitig abgewickelt. Ich habe ihm voll eine in die Gyroskope verpasst. Hallo. Haben Sie die Fundorte der Opfer? Nur so ist gewährleistet, dass die Richtigkeit widerfährt. Oder Sie geben mir die Daten und erhalten eine schnelle Belohnung. Etwas Reelles. Jemand muss für diese Morde zur Rechenschaft gezogen werden. Danke. Eine Zivilisation ist nichts ohne Gerechtigkeit. Aber was man an dem Beispiel gerade wieder wunderbar gesehen hat, ich kann mir momentan Gerechtigkeit leisten. Wäre ich voll am Arsch, dann hätte ich die schnelle Belohnung genommen. Er hat sein Sprüchlein gar nicht aufgesagt. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Naja, nicht viel, aber ein bisschen. Drag, warum mögen Sie mich? Wir Turianer haben die Kroganer nicht gerade gut behandelt. Sie sind nicht wie die meisten Turianer, Vetra. Sie wissen, wie sich Schmerzen anfühlen. Ich habe nicht halb so viele Kugeln eingesteckt wie Sie. Und ich habe noch alle meine Gliedmaßen. Warten Sie es ab. Natürlich nehme ich das mit. Hallo? So. Wieder zurück. Der Nachtpunkt war eine Falle. Eine Falle? War das Lager nicht dort? Doch, aber auch noch jede Menge Exilanten, die mich töten wollten. Ich bin für das Handeln meiner anderen Kunden nicht verantwortlich. Andere Kunden? Ich habe den Nachtpunkt mehrfach verkauft, möchte aber zur Verteidigung anführen, dass es unerwartet war, dass sie alle gleichzeitig dort auftauchen. Oh, großartig. Das ist natürlich ganz was anderes. Ich weiß gar nicht, warum Sie so wütend sind. Sie haben Ihre Waffen und Sie haben überlebt. Aber ich mag keine unzufriedenen Kunden. Ich gebe Ihnen einen Rabatt für Ihre Unannehmlichkeiten. Das ist mehr als fair. So ein bisschen nervt die Alte ja schon, ne? Die Frage ist, komme ich da irgendwann wieder runter?
Manchmal frage ich mich, was aus Sid und mir geworden wäre, wenn wir ein besseres Zuhause gehabt hätten. Vielleicht wären wir heute nicht ganz so schwierig. Schwierig ist gut, Vetra. Sie haben aus dem, was Sie hatten, etwas Eigenes gemacht. Mehr kann sich keiner von uns erhoffen. Ich wünschte, Sie hätten uns erzogen, alter Mann. Dann wäre etwas viel Schlimmeres aus Ihnen geworden. Aber vielleicht eine bessere Schützin. Da ist der Eingang zum Gewölbe. Na komm. Es kommt alles in Ordnung. Jedes Mal, wenn Sie das sagen, glaube ich Ihnen weniger. Das macht es nicht weniger wahr. Wir nähern uns den Plünderern, die die angaranischen Satelliten gestohlen und das Suchschiff zerstört haben. Wie stehen die Chancen, dass Sie sich Ihre automatische Errichtung von Alpha einem... Kampfbereit machen! Rettlose! In der Region sind Abmutzungen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem Nav-System hinzugefügt. Lade nach! Ah!
So, zwei noch. So, was habt ihr alles Schönes für mich? Ich glaube jetzt nicht, dass von den Satelliten noch viel übrig ist bei denen. Die Plünderer haben diese angaranischen Satelliten komplett ausgeschlachtet. Ich lasse die Überreste von der Tempest bergen, damit sie nach Aya zurückbringen können. Wir sind keine Angara, nur unsere Leute. Da würde ich dann gern hin. Nein, da. Komme ich da hinten rum hin? Vermissen Sie am meisten, Vetrup? Das Wissen, wie alles funktioniert. Zu Hause kannte ich die Politik, die Leute, die Orte. Hier ist alles neu. Man kann das System nicht nutzen, wenn man es nicht kennt. Ich weiß nicht. Wenn ich mir ansehe, wie die Nexus unsere Kogane behandelt hat, dann sieht es so aus, als hätten wir das System mitgebracht. Was ist das? Kann ich Ihnen helfen? Wir nehmen keine Neuzugänge mehr auf und alle Hallo, wir wollen keinen Ärger machen. Es gibt auf Kedera nur Ärger. Wir wollen nur unsere Ruhe und... Moment, ich glaub's nicht. Sie sehen aus wie ein Pathfinder. Ich nehme an, so weit raus hat es noch keinen Pathfinder verschlagen. Leider. Ah, es ist schön, Sie zu sehen. Allein das Wissen, dass es die Initiative noch gibt und dass sie aktiv ist, bedeutet uns viel. Hä? Sieht aus, als kämen Sie hier ganz gut zu Rande. Wir sind Flüchtlinge, die sich auf einer Welt voller Exilanten verstecken. Wir wurden von der Nexus geworfen im Verlauf des Aufstands. Dabei wollten wir gar nicht Partei ergreifen oder sowas. Wir wollten einfach nur essen. Dann fanden wir diesen Ort. Abgelegen. Geschützt vor den Irren in den Badlands. Und der Felsuntergrund hier filtert das Wasser. Wenn Sie etwas Zeit hätten, könnten wir Ihre Hilfe gebrauchen. Reden Sie mit den anderen. Die sagen Ihnen genaueres. Ich entriegele die Türen. Yippie, Nebenmission!